Hallo und herzlich willkommen in Edge of Eternity. Ja, ich kann es nicht oft genug betonen. Anfangs habe ich noch gedacht, naja, das Ganze holt mich nicht so sehr ab. Und dann haben wir plötzlich die Kulisse gewechselt. Es war nicht mehr vereist und alles schwarz und grau und weiß, sondern es ist überall bunt hier, zumindest momentan. Ich weiß ja nicht, ob das so bleibt. Und wir haben sogar noch unsere Schwester dabei im Schlepptau seit einigen Folgen. Oder vielleicht sind wir auch ihr Schlepptau, wir wissen es nicht so genau. Und ich bin wirklich begeistert. Ich werde jetzt erstmal weiter dem Punkt folgen hier. Und hoffen, dass wir da irgendwo was finden, wo wir dann auch mal was herstellen können. Du bist wahrscheinlich sowieso wieder nur... Oh nein, wir haben einen deutschen Text. Die meisten von uns haben Familie in Herrelsor. Ich kann es immer noch nicht aussprechen. Aber sie öffnen uns nicht die Tore. Ja, das klingt irgendwie nach Corona-Politik. Wir haben Arkadia nur einen Bruchteil eines Augenblicks verloren. Ich kann das nicht glauben. Okay, was hat denn der da im Gesicht? Ach so, das soll das ein Bart sein? Das sieht aus, als ob der Metall im Gesicht hat. Okay. Wisst ihr, wer froh über die Sache mit dem Archelicht ist? Das Konzil. Das ist für sie die perfekte Gelegenheit, um auch noch das letzte bisschen legale Technologie zu verbieten. Ja, irgendwie erinnert mich das jetzt alles. Naja, ich möchte es jetzt nicht zu politisch machen hier. Wieso haben wir unser Zuhause verlassen? Weil das Archelicht in die Luft geflogen ist. Was ist das Archelicht? Das große Gebäude in der Nähe der Stadt, erinnerst du dich nicht? Das mit dem großen Kristall. Es ist in die Luft geflogen? Ja, unser Zuhause auch. Wieso ist das Archelicht in die Luft geflogen? Ich weiß es nicht, Lilly. Wieso Lilly? Der Typ ist ein Junge, stand da. Wieso haben wir unser Zuhause verlassen? Ja, das hast du gerade schon mal gefragt. Tut mir leid, ich bin ein wenig müde. Macht es euch etwas aus, wenn wir später reden? Nö, aber später bin ich wohl nicht mehr da. Hoffe ich. Einige von uns haben sich entschlossen, in den Ruinen der Stadt zu bleiben, auch wenn sie von Monstern überrannt ist. Oh, die Ruinen, wo ich gerade durchgekommen bin? Nee, da würde ich niemals bleiben, sorry. Ich kann einfach nicht aufhören zu zittern. Aufhören. Also sorry, aber die muss ich jetzt mal alle anquatschen. Immerhin ist deutscher Text drin. Da freut man sich doch zur Abwechslung nochmal drüber. Wir haben unsere Stadt verloren. Lernt aus unserem Unglück. Niemand ist sicher. Bei dem sieht man es übrigens. Ja, das war wirklich ein Bart bei dem einen. Wir alle haben Hunger und einige von uns sind verwundet. Einige behaupten, dass die Archeliten das Archelicht sabotiert und die Explosion verursacht hätten. Aha. Das Archelicht war voll einsatzfähig. Es war einsatzfähig. Wir hätten den Krieg gewonnen. Wir hätten. Nochmal so für ganz Blöde wie mich. Das Archelicht ist, glaube ich, das, was mich töten wollte, was ich dann zerstört habe, oder? Als das Archelicht explodierte, blitzte es so hell auf, dass ich 1 oder 2 Stunden lang blind war. Selbst jetzt kann ich nur noch mit dem linken Auge sehen. Was machst du denn hier? Seid ihr am Tanzen oder was? Ich glaube, die sind wirklich am Tanzen. Die haben immerhin Spaß hier. Ich glaube zwar eher, dass die verpackt sind, aber sieht auf jeden Fall lustig aus. Ich habe bei der Explosion meine ganze Familie verloren. Ich bin nicht traurig. Wieso kann ich nicht weinen? Weil du noch geschockt bist wahrscheinlich. Speichern! Lass mich in Ruhe. Warum? Ich will doch nur speichern. Ich will jetzt, ich will. Das erinnert mich an King of Queens. So, Moment. Mit euch muss ich auch noch sprechen. Na los. Schau mich an. Lass gut sein. Es gibt nur einen Gott, der uns noch helfen könnte. Das bin ich. An wen sollen wir unsere Gebete richten? An Astirna, um unsere Felder zurückzuhalten? An Kaulnut für unsere Häuser? Lass gut sein. Ich sag einfach mal das Gleiche wie mein Vordermann. Wir sollten eine Bittschrift an das Sanktorium senden. Wie viele von uns haben die Idee wieder fallen lassen, bevor sie überhaupt in Erwägung zogen? Oh, ich glaube, das sparen wir uns jetzt aber trotzdem mal auf. Was ist mit denen hier? Hi. Halt! Kommt nicht näher ran.
Der Zugang zur Stadt wurde beschränkt. Niemand kann herein. Wie lange wird das genau dauern? Das weiß niemand so genau. Bitte seht euch diesen Geleitbrief vom Sanktorium an. Ich glaube, das sollte ausreichen, um uns Zugang zur Stadt zu gewähren. Ein Geleitbrief? Was hältst du davon? Sieht er echt für dich aus? Scheint er zu sein, ja. Außerdem, sieh dir mal ihre Kleidung an. Das sieht ziemlich offiziell aus. Ja, ihr könnt passieren. Okay. Kennt ihr zufällig einen Mann namens Alfarius? Kommt mir nicht bekannt vor. Vielleicht habt ihr bei den Leuten drinnen mehr Glück. Danke. So einfach? Die Sache muss irgendwo einen Haken haben. Wahrscheinlich sind drin Monster oder sowas, keine Ahnung. Ich habe jetzt gerade nicht viel gemacht, ne? Aber es ist frei und deswegen. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich bin auch ein bisschen geschädigt noch von anderen Spielen, die dann stellenweise. Die dann stellenweise gecrashed sind und so. Deswegen speichere ich doch lieber bei jeder Gelegenheit. Oh, ich kann noch nicht mal rennen. Ah, jetzt kann ich rennen. Guten Tag. Hallo? Okay, die sind nur freundlich. Die wollten nur die Tür öffnen. Das hörte sich so böse an, irgendwie. Astrianischer Kontinent. Neu-Herelsor. Die Stadt der Winde. Aber ganz ehrlich, die Leute, die Final Fantasy lieben, die würden sich doch hier sowas von heimisch fühlen. Also ich werde jetzt hier nicht alle anquatschen. Daher hat das Domizil infolge des nun arkadischen, der nun... Daher hat das Konzil infolge des nun als arkadianische Katastrophe bekannten Desasters mit Zustimmung des Rates den Einsatz aller Katalysatoren, Mann, was sind das für Wörter? Bis auf Weiteres unter Strafe gestellt. Alle Haushalte sind zur Abgabe ihrer Katalysatoren verpflichtet, um. Aber was sollen wir dann tun? Ohne Katalysatoren können wir unsere Erntemaschinen nicht betreiben. Soll das ein Scherz sein? Verflucht doch mal. Diese verdammten Arkadianer machen es wieder einmal allen anderen schwer. Genau, das habe ich schon immer gesagt. Verwendet nicht die verfluchten Maschinen. Ich hab's euch doch gesagt. Die Lage wird jeden Tag aussichtsloser. Das gilt auch für Mütter. Also, wie sollen wir deinen Mentor finden? Was stand noch mal in der Notiz? Suche mich in Herelsor. Man erkennt mich an meinem stattlichen Schnurrbart. Das ist unser einziger Hinweis? Jep, das wird ja immer besser. Es wird schon alles gut gehen. Du wirst schon sehen. Lass uns herumfragen, ob ihn jemand gesehen hat. Nein! Gerade das will ich ja nicht. Zustimmung des Rates. Ich glaube, bei dem brauche ich gar nicht zu fragen. Am besten frage ich mal hier komplett bei den anderen Leuten nach. Ja. Also das lesen wir jetzt nicht alles durch. Wir gucken nur, ob die irgendwo. Nee, wir sollen aber da hinten nachfragen, oder? Wir sollen gar nicht hier vorne nachfragen. Wenn ich das richtig sehe. Oder ist da hinten? Das weiß ich nicht. Aber ich denke mal eher, dass wir da hinten nachfragen sollen. Du bist kein Verleih, ne? Bei dir können wir nicht zufällig ein Reittier erschnurren. Natürlich ein kostenloses. Da ist jemand. Hi. Kann nicht reden. Esse Muscheln. Du mich auch. Ach, da hinten steht der eine. Okay. Alfarius, sprich mal mit Myrna. Sie hat überall ihre Ohren. Sie lebt in einem grauenhaften, bunten Zelt. Haltet einfach nach diesen dümmlich grinsenden Grünschnäbeln Ausschau und dann kommt ihr irgendwann an euer Ziel. So, what's next? Finding Lady Myrna, so it seems. From what I heard, she's a renowned soul searcher. A soul searcher? Oh, for the dead gods' sake!
Is there a problem? Can't stand them. Con men and women preying on people gullible enough to believe them. Well, I don't hate them. Don't tell me you're actually buying their hogwash. I don't. But at the very least, I find it entertaining. Great. You'll do the talking then. Okay, da hinten sehe ich einen Punkt. Moment, und hier sehe ich eine Kiste, die wir öffnen können. Mit einer Herstellungsrezeptur. Sehr schön. Von einem Gemcutter. Das ist jetzt... Achso, genau. Vorher hatte ich Stonecutter, ne? Moment, da ist eine Quest. Jetzt muss ich doch mal eben gucken. Nee. Hä? Das steht hinter uns. Moment. Was ist das denn hier überhaupt? Kann man hier Kleidung kaufen? Noch viel besser. Lederarmband, Stoffhaube, leichte Stiefel, Baumwollarmband. Aber die sind alle mega teuer. Dann ist noch die Frage, was man hier leider nicht sieht. Ledertunika ist mehr Angriff und mehr Eile. Morgenscherbenstab. Wo ich natürlich nichts für habe. Also, der würde mir mehr Magie und mehr Zaubertempo geben. Das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Ich würde aber gerne auch die Ausrüstung haben. Und ich weiß nicht... Okay, ändert sich deine persönliche Geschichte und damit auch zukünftige dynamische Events. Okay. Ja, aber Events will ich nicht machen. Also ich denke mal, das ist da hinten die eine Quester. Ach, hier, nee, Moment, hier vorne ist die. Ich will jetzt aber erstmal... Komme ich denn da hin? Doch, ich muss da hin. Ich weiß nicht, was mit dem Stab ist. Das Problem ist, ich weiß auch nicht... Gibt es hier irgendwo... Ach, da siehst du es ja wieder nicht. Gibt es hier irgendwo was, wo ich was herstellen kann? Ich weiß nämlich nicht, was das für ein Symbol war. Das ist wahrscheinlich alles nur zum Kaufen hier, ne? Ah, das ist doch doof. Sonst würde ich nämlich sagen, dass wir den Stab kaufen. Ach, Mann, ich hasse sowas. Nur das Blöde ist halt, wenn wir dann gleich den Stab craften. Oder Moment, bist du so ein Herstellsymbol? Ah, okay. Wir haben nicht genug magische Steine, schade. Der würde aber den Angriff wesentlich verbessern. Wow. Wurmknöchel, was auch immer das ist, bräuchten wir dann auch. Also das ist krass. Schamanenstab, Angriff plus 18, Tempo, das könnten wir sogar herstellen. Dann würde ich sagen, dass wir das... Nee, lange gedrückt halten, ne? Dass wir das sogar einmal herstellen. So. Und dann bin ich wieder zu blöd. Moment, Ausrüstung ging das drüber, ne? Aber mit ihr da oben. So, Waffen, Schamanenstab. Der macht weniger Magie. Macht 8 weniger Magie, hat aber 18... mehr Angriff, was natürlich nicht schlecht ist. Und sie hat ein bisschen mehr Lebenspunkte. Ich hoffe, dass der besser ist. Ja, möchte ich entfernen und... Angriff, Magie. Mit dem. Den haben wir nicht. Ja, geh du mal zurück hier. So, Magie, Angriff und Tempo. Müssen wir die Magie ein bisschen erhöhen.
Magie. Magie ist Feueres. Und das ist Erde. Das mit der Erde wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Das ist doch... Achso, Moment. Zaubertempo und Eile. Ah, dann ist Zaubertempo wahrscheinlich besser. Der hört sich natürlich auch nicht schlecht an mit dem Feuerriss, aber ich würde ehrlich gesagt gerne mal das ausprobieren. So, okay. Ja, mal schauen, was der uns bringt. Ich weiß es nicht. Aber wir werden... Ach so, Moment. Gehen noch mal eben hier rein. So. Hier steht jetzt immer noch plus 8 Magie plus Zaubertempo. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht, was jetzt besser ist. Aber er bringt keinen Angriffskraft höher. Und ich hätte aber auch nur noch 800 dann übrig. Das heißt, ich könnte hiervon nur noch eins mitnehmen. Oh, das muss man... Ja, das ist ja geil. Das muss man gar nicht bestätigen. Das ist ja super. Ich nehme das jetzt einfach mal mit. Keine Ahnung, ob das jetzt gut war oder nicht gut war. Ich weiß es nicht. Ledertunika, Angriff und Eile. Habe ich auch noch nicht. Kaufen wir jetzt einfach auch mal. So, ich meine... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Die nehmen wir mal mit. Und... Da gucken wir mal eben. Mondstärke. Das ist der neue. Ja, der macht aber nur Magie und Zaubertempo drauf. Das war nämlich das, was ich befürchtet hatte. Aber dann weiß ich zumindest für die Zukunft schon mal Bescheid. Auch wenn mich das jetzt natürlich... Ja, weil... Auch wenn das jetzt eine teure Erfahrung war für mich. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Okay. Dann... Oh, Hallöchen. Das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus hier. So. I know who you are here for. Your elusive master, Alpharius. That is correct. Sit down. First things first. Let me decipher your spirit. Not you, priestess. There is little light to shed on your soul. No shadows within you. You're a setting sun, a perfect orb of searing light clearing the path ahead. To scrutinize your soul would be as pointless as looking for shadows among the flames. Maybe. But for the young man painfully dragging himself at your side, it's another story. A story worth telling, actually. Oh, no. Please, no. Sit, boy. There are plenty of shadows to go about in your tormented mind. Let me approach these unwanted zephyrs. Yeah, no. I'll keep my thoughts to myself, if you don't mind. We're here for Alpharius. Do you know where he is? For me to answer such a straightforward question would be an insult to the grand, ever-changing order. Life cares little for simplicity, and truth seldom reveals itself to such tedious inquiries. Like a worm, you have to writhe your way through darkness to find it. If you want me to reveal Alpharius's whereabouts, you will have to let me scrutinize your soul first. That's what I figured. You soul-searching people just love hearing yourselves prattle on about the lives of others. No need to be so rude, Darian. If she can really read my soul, then the way I talk will soon be the last of her worries. I can tell you that. My, you're a lively one. It will be enjoyable indeed. So, sit.
No getting out of this, is there? Keep in mind, I'm not like the wide-eyed teenagers that come asking you for advice, Myrna. The war is behind me, and there's little innocence left in me for you to exploit. Know that for my predictions, I need a small part of your essence, but a tiny fragment of your soul. It's customary for soul searchers to ask you for a part of your soul before they predict your future. It's only for show, though. They don't actually take anything from you. Lady Myrna just wants you to voice your consent. Seriously? Yeah, okay. Take a part of my soul if you want. Be my guest. Just don't go complaining afterwards. Come, forsaken shard of destiny! Come, pledge of days long past! Let this carmine crystal be your new home! Is that it? All right, you can go through your usual routine now. I'm sensing something. Great destiny ahead. Then, the light on your crystal goes off. It's the first time it happens to you. Then you tell me, I can't see it. I can't see your destiny. I don't understand. The star shines over your fate, young man, but I can't see what it is. But it is a great one indeed. There, I just did it for you. Just let her focus. I see. It seems you are wounded, young man. Beaten but unyielding. Torn yet still whole. Pride is your crutch, justice your path. You've been walking on the edge for some time now, unsure whether to take the leap. Your path will take you up hills and down vales, but always the edge alongside. Of these happenings, you're the unwilling actor. You long for nothing but peace. You are trusting the path to take you where you must, looking for an omen to help you make your choice. Yet... That's enough! I let you have your fun. Play out your little performance. Now, tell us where we can find Alpharius. So impatient to meet your fate. I just told you that your trip will take you to many strange places. One of these is a vale not too far from here. In its crucible, a handful of people. Lost, the whole lot of them. Amongst them, a prisoner by the name of Calder. Calder? You are to free him from his jailers. After, and only after you've done it, will I reveal Alpharius' location to you. Excuse me, but I think Alpharius would want to meet us as soon as possible. You know my conditions. Whether you choose to meet them is up to you. If there is no other way, then we will do it. What do you say, Darian? Yes, we'll do it. I'm surprised, Darian. You didn't even argue with her when she tasked us with finding this Calder. That's because I know him. At least, if he's the one I'm thinking of. Who is he? A fellow soldier, and a good man. We both served in the same company. If he's a prisoner, that means... He's probably a deserter, just like you? Probably. I understand why you accepted so readily. If he's a deserter, though, that means his captors might be fellow soldiers. If possible, I'd like to avoid harming them. We will find a way to free Calder without violence, then. Calder, a fellow brother in arms. I really wonder if it's merely a coincidence. Of course it is. She's no seer. But she's good at flapping her gums, I'll give her that. Okay, da tun sich schon wieder ganz andere Weiten hier in diesem Spiel auf. Ja, ich schau mal eben kurz, da unten ist das Gefangenenlager. Ja, das habe ich mir schon gedacht.
Das heißt, das ist genau in der Richtung, wo wir nämlich noch nicht entlang gegangen sind. Ich würde sagen, dass wir dann hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir uns dann in der nächsten Folge im Gefangenenlager wiedersehen oder vielleicht auch auf dem Weg dahin, je nachdem, wann ich daran denken werde, einzuschalten. Und ja, ich bin mal gespannt, was da jetzt noch alles auf uns zukommt. Bisher bin ich wirklich begeistert von der Story, weil sie hat mich irgendwie dann doch gefesselt, komplett mitgenommen, weil ich irgendwie immer wissen will, wie es weitergeht. Und ich könnte mir vorstellen, dass euch das ähnlich geht. Okay, trotzdem, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!